Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Part von Need for Speed Most Wanted. Ja, heute fahren wir das letzte Rennen von Earl und dann werden wir den Earl herausfordern. Und hoffentlich gewinnen wir auch sein Fahrzeug. Wenn wir den Wagen nicht gewinnen, dann ist das auch nicht so schlimm, weil unser Wagen aktuell richtig geil ist. Ich bin verliebt einfach mal und da fährt wieder... Alter, das sind richtig krasse Gegner dabei. Okay, der X7 ist jetzt nicht so krass, aber... Ein SLR McLaren fährt hier mit, ein Porsche Carrera GT auch noch, alter Schwede. Also die Gegner haben es wieder echt in sich hier. Das sind echt krasse Fahrzeuge, gegen die wir fahren. Aber wir können die Abkürzung hier nehmen, das ist super. So, immer schön Speedbreaker nutzen hier. Oh, ja super, wir sind hier hängen geblieben. Ach, egal, wir werden trotzdem hier die Abkürzung nehmen. Also die KIs, die haben da ein bisschen Angst vor der Abkürzung. Kann ich aber auch nachvollziehen, wenn man sich so überstiegt wie jetzt gerade, dann würde ich auch, glaube ich, als KI hier nicht die Abkürzung nehmen. So, eine Sekunde Rückstand haben wir auf den Erstplatzierten. Das ist nicht gut, aber jetzt auch nicht tragisch. Aktuell. Dieses Rennen sind wir schon mal gefahren, aber in eine andere Richtung. Also wir fahren jetzt, glaube ich, die Strecke rückwärts. Also mir kommt das alles ein bisschen bekannt vor, vom Layout her, die Strecke. Mal schauen. Jetzt kommen wir an diese Autobahnstelle. Ja, ich glaube, wir sind schon mal hier gefahren. Dementsprechend ist das kein Neuland für uns, aber dennoch ist es eigentlich Neuland, weil wir hier rückwärts fahren. Oder vorwärts, wie auch immer. Nee, warte, das ist doch nicht die Strecke, die ich mir dachte. Weil eigentlich hätten wir noch weiterfahren müssen. Egal! Die Strecke ist auf jeden Fall kürzer als die Strecke, die ich gerade im Kopf hatte. Cameo ist jetzt weg. Ich weiß gar nicht, was Cameo für ein Auto fährt. Ich hoffe, das ist der Typ mit dem Porsche Carrera GT. Weil ich glaube, der ist deutlich... Also der ist, glaube ich, der schnellste Fahrer. Wegen dem Wagen auch allein schon. So, der mit dem X7 fährt jetzt hier. Okay. Und ich meine, der Typ, der fährt einen Porsche Carrera GT. Ah, shit. Ich hätte da, glaube ich, Speedbreaker nutzen sollen. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Oh ja, jetzt überschlagen wir uns wieder. Wir machen den Wagen einfach komplett kaputt, ey. Hat es aber eigentlich nicht verdient. Der Wagen ist toll. Der Wagen ist super, super toll. Ich weiß immer noch nicht, ob der Cameo-Typ der Carrera GT-Fahrer ist. Aber Cameo, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich meine, ich habe schon mal irgendeinen anderen Rennen gesehen hier. Vielleicht ist das wirklich dieser Carrera-Fahrer. Die anderen zwei Namen, die kommen mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor. Keine Ahnung. Aber ich glaube, die Namen, beziehungsweise die Autos, die... zugeordnet zu einem bestimmten Fahrer wahrscheinlich auch, aber die Fahrer werden hier random halt generiert, die pro Rennen. Also kann sein, dass ein Cameo halt immer dasselbe Fahrzeug fährt, aber die Gegner kommen, die sind halt einfach immer random generiert hier, die Rennen. Yo, überall hier nur Verkehr. Come-Bites. Ja, okay, der Carrera-Fahrer ist natürlich weitergekommen. Ist auch jetzt nicht schlimm, ich meine, wir können noch die Abkürzung nehmen, also wir werden definitiv jetzt recht einen soliden Vorsprung hier rausfahren. Ah, je, nee. Ich kriege zu viel. Ich fahre jetzt wieder Bullshit gerade. So, diesmal nutze ich aber den Speedbreaker. Und zwar genau jetzt. Weil wir landen hier sicherer auf jeden Fall. Und hier können wir ohne Speedbreaker vorbeifahren. Ach, diese Stuntkameras, ey. Habe ich wieder vergessen, sie aktivieren. Hier sicherlich schon. Ist uns schon aufgefallen. Das wird wahrscheinlich ein Running Gag, dass ich jedes Mal vergesse, die Stuntkamera zu deaktivieren. Man kann es aber deaktivieren, das hat der Achim, ein Abonnent von mir, in den Kommentaren geschrieben. Man kann es deaktivieren. Ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich vertraue jetzt Achim, dass man die Stuntcams deaktivieren kann. Und ich möchte das jetzt nicht im Park machen, weil sonst ist eigentlich eine Sache, dass man außerhalb Let's Play machen sollte, so Einstellungen anzupassen. Das sollte man eigentlich nicht im Let's Play machen. Dementsprechend werde ich das Offscreen auch machen, aber ja, ich vergesse es andauernd. Haha.
Oh, gut, dass ich jetzt hier den Spielbreaker benutzt habe, sonst wären wir hier total ausgebremst worden wahrscheinlich. Gut. Easy. Und auch hier gewonnen. Jetzt werden wir gegen 11 fahren, ne? Wir haben ja alle Rennen jetzt hinter uns und alle Meilensteine. Also, besser können wir uns nicht vorbereiten gegen Earl. So, das sind zwei Rennen, Radarfalle und Sprintrennen. Okay. Ist ein langes Sprintrennen, sehe ich auch gerade. 4 Minuten. Das ist eigentlich hier unnormal für sowas. Und jawoll, Alter. War ich richtig geile Karren hier, ey. Obwohl das ja nicht meine Karre ist eigentlich. Warte, haben wir einen Spinner? Ich dachte schon, wir hätten einen Spinner hinten. Aber der hat einen Burnout gemacht. Sah aus wie ein Spinner erstmal. Aber hier gibt es ja keine Spinners, ne? Keine Spinners. Okay, der hat Allrad, deswegen hat er auch einen besseren Start erwischt. Also eigentlich hätten wir bei Dragon gegen ihn keine Chance. Meine Güte, fährt er schnell gerade. Ist jetzt aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich muss jetzt auch ein bisschen Nitro sparen. Ich habe zu viel Nitro benutzt. Okay, jetzt haben wir auch. Führen wir mit 14 km/h. Schnell gerechnet, ich weiß. Ich bin sehr schnell. Ich bin schneller Rechner. Nee. War jetzt aber auch leicht zu rechnen einfach. Nee, warte. War das 56 oder 55? Ach ja, wir haben 56. Ich habe 15 km/h. Ich habe erstmal 55 gelesen bei mir. Und ich habe zu früh Nitro aktiviert, war auch nicht so gut. So, obwohl es regnet, haben wir mehr Grip als ein Formel 1 Fahrzeug im Regen, ey. Das ist echt krass. Ist ja auch nur ein Arcade-Spiel, ja. Es ist keine Simulation. Ich weiß, ich bewerte das immer so als Simulation, also beziehungsweise man darf das Spiel einfach nicht als Simulation bewerten. Ist nachher komplett andere Genre hier. Simulation, Arcade sind komplett andere Genres. So, wir haben jetzt 40 km/h, knapp 30 km/h meine ich, Vorsprung. So, der nutzt natürlich nicht die Abkürzung. Ein bisschen dumm von ihm gerade. Nicht die Abkürzung zu nehmen. Keine Ahnung, wieso er das nicht macht. Ist aber seine Sache. Und wenn wir jetzt nichts verbocken, sollten wir das Rennen eigentlich auch gewinnen, First Try. Ich habe mehr Schiss vor der Sprintrennen, weil mir war eigentlich bewusst, dass Radarfallen keine Probleme machen mit dem Wagen. Sprintrennen, vor allem bei so einem richtig langen Sprintrennen jetzt, ne? Ja, kriegt immer einen besseren Start hin, ey. Ich will aber dennoch versuchen, den Wagen zu kriegen. Das ist mein Ziel. Und vielleicht als Meilensteinfahrzeug. Weil ich glaube, ich werde jetzt erstmal den Wagen hier, unser Wagen hier behalten. Für ein paar Blacklist-Fahrer. Ich werde, glaube ich, bis Blacklist 5 oder so mit dem Wagen fahren. Ohne Scheiß. Der Wagen ist aber super. Oh. Hat er eine interessante Abkürzung genommen. Und der fährt irgendwie komisch raus. Ja, ist auch keine Abkürzung eigentlich. Der muss dennoch halt fast 90 Grad Kurve nach rechts abbiegen, um hier raus wieder den normalen Weg zu fahren. Also es war eigentlich keine Abkürzung, hat er sogar Zeit verloren ein bisschen. So, hier die Abkürzung nehme ich nicht so gerne eigentlich. Wegen, ja, unter anderem halt, weil da auch sehr viele Gegenstände herumliegen, die natürlich ausgebremst werden. Das ist der Grund. Gut, ja, sieht eigentlich noch ganz okay aus wie früher. Das ist schon erstmal die Hauptsache. Und hier ist auch kein Verkehr. Das ist Luxus jetzt gerade. Oder? Ja, ich habe jetzt noch keinen Verkehrsfahrer gesehen. Ach Mist. Das war jetzt nicht gut. So, aber das war jetzt gut. Der fällt einfach geradeaus. Der hat die Kurve gar nicht getroffen. Jetzt nehme ich jetzt mal die Abkürzung hier. Ich habe nie die Abkürzung genommen. Ist das überhaupt eine Abkürzung? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das bremst ja auch einen richtig extrem aus. Hat er auch die Abkürzung genommen? Keine Ahnung. So, ich ramm dich jetzt einfach weg. Ja, jetzt können wir natürlich jetzt nicht die Abkürzung nehmen hier. Wir können ja nicht hochspringen. Das geht gar nicht mit dem Wagen hier. Ich habe keine Jump-Taste leider.
Das würde ich hier auch gerne hier die Abkürzung nehmen. Nur halt, man kann die Abkürzung nur nehmen, wenn man halt in die andere Richtung fährt. Wir haben jetzt knapp die Hälfte durch. Ach nein, der hat jetzt... Alter, was hat der für einen Speed auf einmal hier, ey? Der fährt richtig schnell auf einmal. So, ich nehme jetzt einfach mal Speedbreaker, weil ich es kann. ich weiß nicht, ob das eigentlich... Das war, glaube ich, nicht notwendig gewesen. Alter, der fährt jetzt hier... Jetzt hat er... Der hat wahrscheinlich ein bisschen Sprit gespart wie in der Formel 1. Am Anfang so ein bisschen langsamer gefahren und jetzt volle Pulle hier. Gibt der Gas. So, ich nehme jetzt auch volle Kanne Gas und der macht für uns alles hier kaputt. Das ist gut. Der wird ausgebremst. Oh, wow. War das gut? Ja, das war, glaube ich, okay. Das habe ich auch, glaube ich, irgendwie gelesen, wenn man Breaker benutzt und dann Nitro, dann wird der Wagen richtig stabil dann auf einmal. Da wäre aber jetzt wieder richtig viel Rückstand auf Earl. Ich hoffe, dass wir das nicht noch gewinnen werden jetzt. Ja, das war jetzt nicht gut. Oder? Ich weiß nicht. Da ist das Ziel auch schon. Oh, shit. Here we go again. Oh, wenn das Lied jetzt kommt, dann sollte ich jetzt eigentlich das Rennen gewinnen, Alter. Come on! Kann man hier noch irgendwo eine Abkürzung nehmen? Ach Mist, ich hab jetzt... Ich glaube, das schaffen wir nicht. Gegen Ende fährt er aber mal richtig schnell, ey. Das war ja abzusehen, ey. Nein. Nicht so weiterfahre, dann gewinnen wir nicht. Und jetzt hat er einen Mega-Vorsprung rausgefahren. Ja, super. Ey, das ist doch blöd. Nee. Schaffen wir nicht. Ich glaube, der fährt jetzt, müssen wir einfach nur eine geradeaus fahren. Also, starten wir nochmal neu. Zum Glück, wenn wir hier nicht verlieren, zum Glück müssen wir nicht irgendwie... Verlieren wir das Auto oder so, wie gegen Razer. Es gibt ein anderes Rennspiel, das kennen auch viele von euch, und zwar Juiced. Bei Juiced ist es ja so, dass man die Rennen nicht neu starten kann. Man ist dazu verpflichtet, 8 Rennen zu fahren, auch wenn man halt, keine Ahnung, einen mega Unfall gebaut hat oder einfach nur die ganze Zeit blöd fährt und meilenweit von den Erstplatzierten entfernt ist. Man muss die Rennen zu Ende fahren. Man kann die Rennen, glaube ich, auch beenden, aber man kann die einfach nicht neu starten. Das ist echt frustrierend ab und zu mal. Ich habe Juice aber auch gerne gezockt, das war echt ein cooles Spiel. So, diesmal werde ich versuchen, mir gut zu fahren. Also, der Anfang war ja auch im letzten Rennen gut gewesen, nur habe ich dann gegen Ende halt viel Bullshit gefahren zusammen. Deswegen wir dann wahrscheinlich auch verloren haben, aber diesmal werde ich mich ein bisschen verbessern. Ist jetzt nicht so schlimm, dass ich die Mautstelle da getroffen habe. Wir müssen sowieso bremsen, das war halt eine Art Hilfe auch für uns. Das Häuschen kaputt zu machen, da haben wir ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Boah, jetzt aber wirklich, ich sag andauernd, wir sollen Nitro sparen. Ich werde es jetzt definitiv jetzt nicht anfassen. So, hier ist eine Abkürzung gleich. Genau, so, zack. Okay, ich habe optimal jetzt, glaube ich, den Speedbreaker benutzt, habe die Abkürzung aufgenommen. Ich glaube, so, sonst würde man die Abkürzung nie schaffen. Und ich werde diesmal jetzt außen fahren, weil die machen die Bremsen schon echt aus und man kann ja auch Vollgas geben. Also eigentlich total unnötig, die Abkürzung. Also einige Abkürzungen bringen halt nicht viel. So. Ich nutze nur sehr wenig Nitro. Ich habe jetzt, ja, ich habe zwar gesagt, ich soll kein Nitro nehmen, aber wenn ich jetzt nur stückchenweise Nitro nehme, dann sollte es gar nicht kein Problem sein, hoffe ich. Von mir aus kann der Earl einen Unfall bauen. Der hätte nichts dagegen. Earl kann ruhig einen Unfall bauen, ja. Ah je, ich muss nicht wieder die Linie kopieren. Sperren hier. So, die Wand richtig krass getroffen, hat ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Sehr gut. Gut für uns. Nicht so gut für ihn und für sein Auto. Aber hier gibt es ja kein Schadensmodell. So, ich blockiere den Hardcore-Asi, ey. Das ist, glaube ich, mein Ziel jetzt. Einfach blockieren. Und sobald er mich irgendwie überholt, sofort ein Mikro nehmen.
auskontern. So wenig, wie möglich hier die Dinger kaputt machen. So, ein bisschen Mito kann ich ja hier mitnehmen. Alter, aber der hat echt einen mega Topspeed gerade, ne? Also vielleicht ist sein Wagen sogar schneller als unser Wagen, was ich eigentlich sogar bezweifle eigentlich, aber wenn ich so sehe, wie er jetzt locker flockig uns aufholen konnte, ohne Nitro. Ich glaube, der hat nicht mal Nitro benutzt. Ja, wir auch nicht, aber dennoch. Der war ja schon echt flott unterwegs, ne? Und jetzt habe ich mal einen Verfolgungsschopper benutzt. Das war ein Verfolgungsschopper, das weiß ich ganz genau. Hab ihn leider aber nicht getroffen, was sehr schade ist. Gut. Volle Konzentration, Abkürzung hier nehmen. Hier bin ich langsam. Und hier hat er mich jetzt überholt. Das ist nicht gut. So, jetzt werde ich ihn wieder blockieren. Also. Der wollte mich hier umdrehen. Der wollte mich hier drehen hier, Alter. Dieser Kack. Spast, ey. Jetzt will ich auch ein bisschen lauter. So, jetzt kann er ruhig das Mount House berühren. Nein! Oh, ich hab's geschafft. Alter, das war jetzt ein spannendes Rennen. Das ist echt ein cooles Bild sogar jetzt. Huh! Alter Schwede. Ich bin noch ein bisschen... Oh, ich zitter immer noch ein kleines bisschen hier. Aber wir haben Earl besiegt. Erstmal im zweiten Versuch, aber immerhin. So. Ich glaube, Barons Fahrzeug war hier. Ich werde jetzt einfach mal die goldene Mitte wählen. Jawoll, Alter, ey, das ist super. Und wir werden natürlich ein Leistung-Upgrade-Teil benutzen, hier holen. Und Kompressor, wir hatten glaube ich, schon einen Kompressor. Und Rockport ist freigeschaltet, super. Alter, wir haben sein Fahrzeug. Und wer ist das? Ich weiß gar nicht, was sie fährt. Jubels, ich nenne die einfach Jade. Ford Mustang, stimmt. Ich kann mich jetzt an das Fahrzeug erinnern. Das süße Ding hier heißt Jubels. Sie steht auf Big Blocks und Muscle Cars und hat schon jede Menge Meilen runtergespült. Mach also bloß keine Dummheit. Die hat echt Power unter der Haube. Ich meine, der Wagen ist auch auf. Nee. Ein schwarzes Fahrzeug, so wie der von Razor? Nee. Das sieht, glaube ich, anders aus. Ich habe keine Ahnung, wie der Wagen aussieht von hier. Pink wahrscheinlich oder so. Ach, der Wagen. Ah, okay. Naja. Also, Mustang, keine Frage, ist ein cooles Fahrzeug, aber ich finde jetzt den Wagen jetzt nicht so mega besonders. Naja, Geschmäcker sind eher unterschiedlich. Gut so, du bist jetzt Nummer 9 auf der Blacklist. Sieh dich gut um, das ist Rockport City. Ich habe noch einen Unterschlupf in der Nähe für dich klargemacht. Und zieh dir die Gegend genau rein. Vielleicht hast du es ja mal eilig. Bis später. Jawohl. Gut. Wir können ja noch ganz schnell... Komm, das machen wir noch heute. Wir machen Blitzradar. 238 müssen wir erreichen. Das können wir doch in diesem Part machen. Wir haben noch genug Zeit. Und wir haben noch dann auch immer die Gelegenheit, uns Rockport anzuschauen. Weil hier ist Rockport. Also, ist jetzt nicht unbekannt die Stelle, weil wir ja am Anfang des Spiels ja direkt auf Rockport gefahren sind, aber dennoch schön mal wieder einen neuen Stadtteil zu sehen. So. So, nächster Meilenstein. Wieder 238 müssen wir erreichen. Ja, das ist hier die Autobahn runter anzufahren. Oh, ist kein Problem, das schaffen wir sogar, glaube ich, ohne Nitro. Na, möchte aber jetzt nicht riskieren, aber komm, wir schaffen das, glaube ich, sogar. Ja doch, ich gebe ein bisschen Nitro. Aber nur ein bisschen, habe ich gesehen. So, und der letzte Meilenstein, beziehungsweise, ja, ist eigentlich ein Meilenstein. 214 müssen wir hier erreichen. Cool. Wir werden uns dann im nächsten Part auf jeden Fall, also ich werde offscreen gleich nachschauen, wie gut der Wagen von Earl ist. Und dann werde ich, glaube ich, entscheiden. Werdet ihr dann sehen im nächsten Part, welches Fahrzeug wir dann nehmen werden. Gut! Hier ist Mia. Glaubst du das? Ich hätte nie gedacht, dass die in Rockport so gut sind. Die haben echt alles geplant. Ich kenne diese Straßen schon lange, aber davon hatte ich keine Ahnung. Fahr los und mach dir selbst ein Bild.
Ich melde mich später bei dir. Was meinst du? Ich verstehe jetzt nicht, was sie da meint. Habe ich irgendwas verpasst jetzt gerade hier? Nö. Gut, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.